Lieber Stier, herzlich willkommen zu deinem August-Horoskop. Schauen wir uns an, wie sich dein August gestalten möchte. Energien, die dir bereitstehen, zugreifen oder nicht. Zwischenmenschliches, welche Menschen ausschlaggebend sind im August für dich. Zu diesem Video gibt es selbstverständlich eine Extended-Version. Diese findest du hier unterhalb des Videos in der Infobox. Drück auf den Link, du wirst automatisch weitergeleitet. Es ist nun der dritte Anlauf dieses Videos. Jedes Mal wurde ich unterbrochen. Wer weiß, was das zu bedeuten hat. Der Stier im August. Schauen wir, welche Botschaften so schon von der geistigen Welt durchkommen möchten. Etwas Großes ist zum Abschluss gebracht. Höchste Form der Lebensfreude, Zuneigung in der Zweisamkeit, Entspannen, Abspannen. Etwas Großes kommt auf dich zu, gut möglich, dass es auf spiritueller Ebene ist. Dieses Große eröffnet dir eine neue Welt, ein neues Tor. Und du bist sehr gesellig in Gesellschaft. Andere sind dir ein Spiegel. Zwischen dem 15. und 20. August, gut möglich, sagen sie, dass du einen kleinen kurzen Durchhänger hast. Vielleicht durch all diese Spiegelreflexe. Ziehe dich zurück, wenn es dir zu viel wird. Setze Grenzen. Das Thema Casanova ist ausschlaggebend. Sie sagen, Punkt 17:45 bekommst du einen Anruf, was nicht wieder alles durchkommt. Der 21. August ist ausschlaggebend. Für was? Für was? Sie sagen mir, für den 21. August ist keine Hü- und Hot-Energie mehr, die dich innerlich unruhig macht, sondern es ist, als würdest du dich ganz straight fühlen. Vielleicht eine Entscheidung treffen, die schon sehr, sehr lange fällig war. Stiere, die in Trennung leben. Sie sagen, rechnet mit Überraschungen. Euer Gegenüber kann gut möglich zurückkommen. Genuss der Ruhe, innerlich wie äußerlich. Na, da haben wir ihn ja schon, den Casanova. Oder die Dame, die in der Energie des Casanovas ist. Ja. Gegensätze vereinen durch den Spiegelreflex, den dir dein Gegenüber ganz straight, drastisch, teilweise dramatisch widerspiegelt. Vereine, erkenne dich in deinem Gegenüber wieder. Ihr seid verbunden, ihr seid eins, auch wenn es ein wildfremder Mensch für dich ist. Die Selbststrenge darf gehen, lieber Stier. Es geht nicht darum zu sagen, Gold oder Silber, sondern beides darf sein. Beides ist eins, beides ist ein Gegensatz.
So akzeptiere auch du die Gegensätze in dir. Gut möglich, dass griechische Mythologie für dich im August auf irgendeine Art und Weise ausschlaggebend ist. Cassiopeia, der Stern, ausschlaggebend. Zentriere dich, Vaterthema, und erkenne das Erbe, das dir hinterlassen wurde. Nicht das Materielle, sondern das Imprinting in deinen Genen. Du, Mittelpunkt der Welt, du erkennst, dass von dir aus alles geht, von dir aus alles aus dir herausströmen möchte. Halte nicht länger zurück. Vor allem für diejenigen, die Vaterthemen haben. Eine Herzöffnung kann stattfinden, sofern du es zulässt. Und du erkennst das Wesentliche in deinem Leben. Du bist sehr selbstfokussiert. Dadurch kommst du immer mehr in die Selbstzentrierung. Und vor allem auf das Casanova-Thema bezogen, erkennst du von deiner Vaterfigur heraus, wie viel du doch mit in die Wiege gelegt bekommen hast. Ein Abbild sein, ob man will oder nicht, man ist es. Die Akzeptanz. Achte auf deine Worte. Worte sind sehr mächtig. Worte haben sehr viel Kraft, im Positiven wie im Negativen. Du bist sehr begehrt. Die Gegensätze. Sie wiederholen die Gegensätze, vereine sie in dir. Sie machen dich aus. Gold und Silber ist in dir. So, lieber Stier, beginnen wir mit dem Tarot. Und schauen, was es zu sagen hat. Der Stier im August. Erkenne, dass nicht alles schwarz und weiß ist, lieber Stier. Die Kommunikation, achte auf deine Worte, ich krieg meinen Reizhusten wieder. Das Schwarz, die schwarze Farbe, das schwarze große kosmische Loch, in dem wir uns befinden, beinhaltet alles. Drum kann Schwarz auch bunt sein. Erweitere deinen spirituellen Horizont. Gut möglich, dass deine Hauptspiegelbilder ein Luftzeichen, vor allem weiblich sein können. Wassermann, Zwilling, Waage oder ein Wasserzeichen, Fisch, Krebs, Skorpion. Du lässt dich durch diese Erkenntnisse, beziehungsweise vorerst durch die Trigger und daraufhin von den Erkenntnissen, nicht weiter gegen die Wand fahren. Auch wenn dich das emotionell mit
nimmt, weil es dir Unsicherheit verschafft, weil du dich selbst hinterfragst. Das gehört alles zum persönlichen Entwicklungsprozess, zu deinem ganz eigenen Wachstumsprozess. Gut möglich, dass du erkennst, wie emotional unausgeglichen ein Luftzeichen ist. Das Luftzeichen versagt im Wort bzw. spricht nicht mehr mit dir. Das kann durchaus irritierend sein, doch gebe es ab. Es dient alles zu deinem Besten, zu deinem höchsten Wohl. Du weißt es besser, du kannst aus der Gotteskraft schöpfen, aus der Urquelle, lieber Stier. Nutze alles zu deinem höchsten Wohle und beginne zu kreieren. Einmal erkannt, einmal diese große, große Erkenntnis erlangt, kann dich keiner mehr stoppen. Pläne, du schmiedest neue Pläne, du arbeitest an dir und du wirst erkennen, dass dort, wo du bist, du genau richtig bist. Gut möglich, dass jemand ein neues Jobangebot bekommt, den Schreibtisch wechselt und du wirst sagen, nein, hier, wo ich bin, bin ich genau richtig. Ich muss nirgendwo hin. Vor allem, weil du erkennst im August, dass du vor dir selbst nicht weglaufen kannst. Du akzeptierst dich, dein Sein und wie gesagt, du beginnst zu manifestieren, ganz bewusst. Ein Wasserzeichen. Fische, Krebs, Skorpion. Kommt gut möglich in Gedanken zurück. Um zu reparieren, was einst in Scherben hinterlassen wurde. Du fragst dich auch im August, was bin ich zu geben bereit? An andere? Was bekomme ich von anderen? Wie bin ich in der Tat eins mit den anderen. Du machst dir sehr viele Gedanken um deine Finanzen, lieber Stier. Du machst dir sehr viele Gedanken, wie deine Finanzen mit deiner familiären Vergangenheit zu tun haben. Und das, was du dort erkennen wirst, und du wirst erkennen, gut möglich, dass es dich lähmt, doch wisse, die Erkenntnis ist nicht zu deiner Lähmung da, sondern dazu da, auf das du von dem Zeitpunkt der Erkenntnis an verändern kannst, bewusst. Die Familie wurde schon lange nicht mehr besucht, beziehungsweise deine Familie hat dich schon lange nicht mehr besucht. Auch das plagt, doch erinnert dich zurück an die Vaterfigur. Und du bist bereit, all diese aufopfernden Muster, vor allem dieses ewige Lächeln auf deinem Gesicht,
das zu bedeuten hat, ich bin immer gut drauf für deine Mitmenschen. Das hat ein Ende. Du, lieber Stier, wirst erkennen im August, dass du nicht für andere verantwortlich bist. Und daraufhin beginnt sich alles zu wandeln. Dein Herz, wo du den Anschein hattest, dass es so oft gebrochen wurde, du wirst erkennen, dass es immer ganz war, immer heil. Nur das Ego, ja, das Ego, welche Rolle spielt es in deinem Leben? Denk drüber nach. Ja, und dann kommt The Sexiest Man Alive, beziehungsweise The Sexiest Woman Alive in dein Leben. Es zieht dich in die Natur. Dort wirst du eine Person treffen, kennenlernen, die intellektuell ist, sehr intelligent ist, smart ist. Eine Person, mit der du Gespräche auf Augenhöhe führen kannst. Du wächst ab. Was rät dir denn deine Intuition? Du möchtest der Welt verkünden, doch bevor du verkünden kannst, musst du sicher gehen, dass das Feuer in dir nicht erloschen ist. Umso mehr du dich im August auf dich selbst konzentrierst, umso schneller bekommst du die Antworten. Du bist sehr nachdenklich, kein Wunder. Doch, lieber Stier, wisse, du bekommst Hilfe von außen. Dir wird über Nacht die Augenbinde weggenommen. Und du wirst auch dein Vaterthema erkennen. Eventuell, was du bisher für ein Leben gelebt hast und wer es dir eigentlich diktiert hat. Erkenntnisse sind nicht immer einfach. Doch bisher hast du alles getan, damit dein Leben eine Bestimmung bekommt. Doch, unterm Strich, weiß genau umgekehrt, das Leben hat dich bestimmt. Und diese Erkenntnis lässt alles umwälzen. Und den Rest schauen wir uns im Extended an, lieber Stier. Ich warte dort auf dich. Bis gleich. Ciao.